Ich habe euch ja letztes Mal angekündigt, dass Martin Saar nach seiner Ausbildung an der Wiener Kunstakademie nach Paris reist. Das tat er auch, aber nicht ohne seiner schönen Heimatstadt einen Besuch abzustatten. Er hatte ja schließlich 5 Jahre lang seine Familie nicht gesehen. Leider hat das fürstbischöfliche Würzburg aufgrund der politischen Umstände ganz viel von seinem Ruhm eingebüßt. Zum Beispiel hatte sein Vater kaum mehr Aufträge als Bildhauer. Dennoch durfte Martin 2 Reliefs am Würzburger Marktbrunnen entwerfen, die später von der Werkstatt seines Vaters ausgeführt wurden. Die heute am Sockel des Obelisken zu sehenden Reliefs sind allerdings Kopien des späten 19. Jahrhunderts. Martin entwarf für diese Reliefs 2 weibliche Figuren, die die 4 Jahreszeiten darstellen und typische Attribute wie Früchte tragen. Dabei orientiert er sich wieder stark an antiken Vorbildern, zum Beispiel bei den faltenreichen Gewändern. Schaut euch das am besten einfach mal selbst an auf dem unteren Markt.